willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Wir sind schon wieder unterwegs. Wir haben auch schon aus unserer Unterkunft ausgecheckt, waren beim Frühstücken. Wir sind heute wie immer endlich um 6 aufgestanden. Jetzt sind wir schon unterwegs auf der Route 66. Wir haben jetzt vor, nach Seligman zu fahren. Dorthin führen zwei Wege, einmal eben die Route 66 oder der Highway. Wir fahren natürlich auf der Route 66 und machen zwischendrin natürlich auch ein paar Stops. Wir haben auch die Drohne mit dabei und da werde ich euch auf jeden Fall ein paar Aufnahmen einblenden. Wir wollen dann eben einen Stop in Seligman machen. Da gibt es eben auch ganz viel Route 66 Stuff irgendwie und wir wollen auch dieses berühmte Route 66 Zeichen auf der Straße dort finden. Nach Seligman geht es dann weiter schon Richtung Flagstaff. Dort werden wir auch eine Nacht schlafen. Und heute Abend wird es noch zum Grand Canyon gehen. Wir sind jetzt hier auf der Route 66 und lassen unsere Drohne steigen. Wir haben jetzt gerade hier ein bisschen abseits geparkt neben der Route 66. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal von oben an. Basti prepared schon. Hier an der Seite wachsen so viele schöne Blumen, diese gelben. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, weil wir fahren so schnell. Finde ich voll schön. Hier sind auf jeden Fall die schönen Blumen, die ich meine. Wir haben jetzt hier mal einen Stop eingelegt, weil hier ganz viele Kühe sind. Da vorne auch, da waren auch Babys. Und was krass ist, hier ist einfach mal das Tor offen. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Weil hier ist ja gleich die Straße. Hä, wie krass ist das? Und die schauen so süß her. Weiter kann ich gar nicht zoomen. Das sind die süß. Diese gibt es hier wirklich am ganzen Straßenrand. Und jetzt rennen die echt weg. Die gucken immer wieder her. Jetzt sind wir hier mal angekommen. Wir wollen hier noch ein Foto machen und schauen dann einfach mal hier durch, was da alles so Schönes gibt. Hier gibt es ganz viele verschiedene Schilder. Hier jetzt in Seligman dieses coole Schild hier gekauft mit Arizona und hier gibt es auch einige Souvenirshops. Dort gibt es auch ganz viele verschiedene Dinge und auch viele verschiedene Schilder. Uns hat das jetzt so gut gefallen, dass wir das mitgenommen haben und jetzt geht es Richtung Grand Canyon.
Normalerweise sind wir nicht so ein Fan von solchen Schildern, aber das hat uns jetzt wirklich richtig gut gefallen. Das will ich in die Garage hängen. Wir haben jetzt vorhin in unserer Unterkunft in Flagstaff eingecheckt, sind dann auch sofort wieder ins Auto gesprungen und jetzt wollen wir noch Richtung Grand Canyon fahren. Wir haben jetzt 3:30. Wir fahren noch circa 1,5 Stunden zum Grand Canyon und da wollen wir uns eben heute den Sonnenuntergang anschauen. Morgen geht es dann aber auch noch in der Früh ganz kurz zum Grand Canyon und dann geht es weiter zum Monument Valley und das wird bestimmt ein Highlight. Ich freue mich schon so drauf, ich bin total gespannt auf das Monument Valley. Ich habe gestern im Walmart richtig coole Riegel entdeckt und zwar diese von Chewies und die sind einfach mal mit Schokolade und mit Marshmallow und die probiere ich jetzt auf jeden Fall. So sehen die aus. Die haben kleine Schokostücke und eben auch kleine Marshmallows drinnen. Das sind 12 Stück. Ich bin richtig gespannt, ob mir die schmecken werden. Die gab es aber leider nicht in einer kleineren Größe und ich wollte die unbedingt mal probieren. So sehen die aus. Richtig schon weich von der ganzen Sonne und von der ganzen Fahrt heute. Aber ich werde jetzt mal probieren. Weich müssen die Marshmallows eigentlich nur besser schmecken, oder? Ich probiere es auf jeden Fall mal. Ganz gut, aber ich schmecke gar nicht die Marshmallows. Wir haben jetzt gerade am Straßenrand gehalten, weil hier einfach Elche sind, direkt am Straßenrand. Da ist einfach ein Baby. Schau. Oh mein Gott, hier einfach an der Straße. Oh Gott, ist das ein weiblicher Elch? Wie nennt man die überhaupt? Weibliches Kalb? Oh Gott, hoffentlich läuft die nicht auf die Straße, ist ja der Wahnsinn. Wir sind angekommen am Grand Canyon und ich sehe schon. Schau mal. Wow. Wow, mega. Boah, wie weit es hier runter geht. Ich habe richtig Höhenangst, wenn ich da runter gucke. Wow. Wow, was ist denn das für ein blauer Vogel? Wow. Oh mein Gott, pass auf! Hier ist so ein bestimmter Viewpoint. Wie heißt der nochmal? Ich glaube Manor View. Also Sonnenuntergang hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, weil die Sonne auf der anderen Seite untergeht. Aber es war trotzdem wunderschön und wir fahren jetzt wieder zurück zur Unterkunft. Wir fahren ja 1,5 Stunden davor, werden wir uns aber noch was zu essen holen. Das war es jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vlog.